Maschinist. Hier sind wir nun zusammengekommen, zu unserem allerletzten Gefecht. Du wolltest die Welt unterwerfen, doch ich werde dich daran hindern. Ich weiß, beim ersten Mal hat es nicht so ganz geklappt, aber ich bin diesmal nicht allein, denn ich habe meine Power Armor mitgebracht. Und damit werde ich dich zur Strecke bringen, ein für alle Mal. Und damit, hallo und willkommen zurück im Fallout 4 Let's Play. Heute treten wir dem Maschinisten mal schön in den Arsch. Hoffe ich jedenfalls. Wünscht mir Glück. Und ich bin nicht allein gekommen. Ich habe meinen Roboter schön mit 25 Raketen ausgestattet und mit 9 Nukes und mit 1000 Schuss Minigun. Und wenn das nicht reicht, dann bin ich einfach zu blöd. Ich würde sagen, als erstes benutzen wir mal weiterhin dieses Gewehr. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Gespeichert habe ich, ja. Halt, Miscreant! You may have infiltrated my sanctum and destroyed my robots, but your reign of terror ends here! Ja, ach so. Wir müssen ja noch mit dir sprechen, du Dummkopf. Können wir nicht einfach auf dich schießen? Wir sollten mal kurz reden. Genau. Ach, Quatsch nicht. Platt machen. Ich kann einfach alles sofort platt machen. So schnell es geht. So, jetzt müssen wir langsam auf die großen Sachen umschalten. Raketen. So. Laufen wir ein bisschen schneller. Oh fuck. Doch, wir müssen hier hoch. Alles ist gut. Alles ist gut. Oh, daneben. Geil. Könnt mich alle mal abhaken. Ich werde euch einfach alle von hinten. Oh, meine HP. Wie ist das meine HP? Oder ist das die HP vom Dingsbums? Nee, es ist meine HP. Ach du Scheiße. Gut, dass mir das eingefallen ist. So. Und da jetzt dieser Dingsbums kommt, werden wir einfach hier so ein Ding vor den Latz ballern. Achtung, wo bist du? Da hinten. Jawohl. So. Stimpak. Na, hast du noch irgendwas? Ah, hier. So, ich werde mal kurz speichern. Wie?
be self-destruct. Of course, I'm talking to you, Sparks. Müssen wir den Laden mal leer machen. Was sollen wir denn hier machen? Steht hier vielleicht unter Quests irgendwas? Stop the Mechanist. Ist das so, ja? Nicht. Warning. Power generation capacity exceeded. Now drawing reserve power. Sparks! Sollen wir den tun? I'll deal with you myself. Come, my robots! Destroy him! Was? Oh, fuck. Und Feuer. Lad nach. Ganz in Ruhe. Dann schießt das Ding ab. Rechtzeitig aborten. Schieß jetzt mal einfach drauf. So, den haben wir. Dann haben wir dann einen Junkboy. Der ist auch weg. Und da haben wir noch einen. Da hinten ging auch wieder was auf. Oh, ich bin tot. Die Explosion hat mich wohl getötet. Macht nichts. Wir wissen ja, was uns jetzt erwartet. Dann werden wir gleich den Fatman Launcher fertig machen. Ich fühle mich etwas sicherer. Wir nehmen schon mal gleich ein Stimpack. Legendary Junkwood sogar. Krass. So, kommt er schon? Ja. Da ist er doch schon. Ne, ist nur ein Swarmbot. Da ist er. Lauf doch einfach. Renn. Oh, fuck. Oh, komm schon. Wir nehmen zwischendurch nochmal ein Steampack. Spring runter. So, und jetzt warten wir einfach auf das gelbe Ungeheuer, bis er kommt. Da hinten ist er. Müssen wir mal eine Runde laufen. Wie dem doch so schön einen Juke ins Gesicht schießen. Einen Juke. Hier müssen wir aber runter. So. Dann kommt das Ding jetzt irgendwann da hinten dann runter. Warum denn? Hä? Oh
Oh, dumm! Wieso guck ich nicht auf meine Energie? Oh, ich bin also ein Prassel-Doofkopf. Das regt mich auf. Regt mich meine eigene Blödheit auf. Mann, ey. Ist das nicht schrecklich? Jo, nimm jetzt ein Stimpack. Verdammt nochmal. So, jetzt hier. Okay, er ist weg. So, nächster. So, jetzt kommt hier ein Swombot raus. So, jetzt kommt irgendwo das gelbe Ding. Da ist er schon. Ja, ja. Ich weiß. Nehmen wir Stimpack. Ruhe. Stimpack. Wo ist das gelbe Ding? Da kommt er. Warum lädst du denn jetzt nach? Oh, das ist doch nicht wahr. Jedes Mal das Gleiche. Mann, spring jetzt hier runter. Verdammt nochmal. Wo ist er? Wo ist das gelbe Scheißding? Da hinten. Schieß. So, wie viel Energie habe ich? 70. Speichern. Da ist ein Kumpel. Oh Gott, es sieht aus, als hätte er ein Schwert. So, Stimpack nehmen. So. Alle auf den Torso. Exit. Ja, ja. Dich haben wir auch nur eine Überraschung. So, mein Freund. Okay, Stimpack. Er hat's überlebt. Er hat's überlebt. Wie geht denn das? Wie geht denn das? Wie stark denn noch? Wie stark muss es denn noch sein? Ach, dumm. Aber wir werden es schaffen. Ich hab Zeit. Ich hab Zeit. Zurück. Und Stimpack. Ich hab Zeit. Ich glaube, wir müssen Dingsbums nehmen. Leck mich doch am Schlappen. Okay. Ich brauche einen Auto-Impact-Injektor. Den gibt's auch, ich weiß. Aber dafür brauche ich eine Science. So. Okay, du hast es überlebt. Ich hab's.
verstanden. Und jetzt laufen wir los. So, gehen wir ins Stimpack. Hab ich ja auch gut verstanden. Nehmen wir noch ein Stimpack. Lauf doch. Der ist schon echt stark. Machen einen anderen Safe. Oh Mann, ey. Schwierig, schwierig. Ich kann wenig erzählen gerade. Ach komm jetzt. Machen wir alles nur noch mit Atomrakete. Ist doch scheißegal jetzt. Was soll der Geiz? Die Scheiße muss weg hier. Sehr gut. Da geht schon wieder irgendwas Großes auf. Ja. Egal. Rakete. Ich muss auf meine Energie achten. Da achte auf die Energie. Nehme lieber ein Pack. Und nehme als Waffe jetzt die Shotgun. Werden ja immer schräger, die Roboter. Sind immer weniger dran. Oh fuck. Es läuft ein Hütten noch mal rum. Okay, er hat immer weniger. Oh, Hammer. Energie. Hä? Nein. Nimm die Shotgun und spritz die Energie. Oh, ich glaube, wir haben es geschafft. Kurz speichern. Er hat keine Energie mehr. Was? Emergency Power? Wie? Was? Aber hör mir doch endlich mal zu. Genau, ich bin doch kein Gegner. Lass uns doch mal reden. Failed. Oh Mann, ey. Na klar, hau ab da. Du willst die Wahrheit hören?
Ich bin's doch nicht. Aber vernünftige Leute hören doch wenigstens mal zu. Genau, wenn du einen Fehler machst, dann weißt du doch gar nicht, dass es ein Fehler ist. Okay. Oh, cool. Was? Wir können zusammen reden? Nee. Oh, oh. Mach dir jetzt die Tür auf da oben. Oh, oh. Nein. Ich habe Angst. Irgendwie ein bisschen Angst. Na, dann lass uns mal reden. Ich speichere vorher kurz. Genau. Dann lass uns mal reden. Also, wer bist du denn eigentlich? Oh. Nein, wir sind doch gar nicht der echte Gegner. Ach doch, du kannst es abnehmen. Wer ist denn da drunter? Was? Wer ist das denn? There. Now we both know who we're dealing with. Mhm. Aber du bist doch der Gegner hier. Genau. Ich versuche das Commonwealth zu schützen vor den Robotern. My friends, they were simple traitors, all dead at the hands of your robots. Genau. Viele sind gestorben. Doch, klar ist es wahr. Their subroutines are clean. Observe, evaluate and react accordingly. The testing was thorough. I ran every scenario. Ja, das kann ja sein, dass du alles durchprobiert hast bei den Robotern, aber irgendwie ist was schiefgegangen. Und deine Roboter scheinen diese Sachen, die du denen einprogrammiert hast, missverstanden zu haben. So ist es. Genau. Sie versuchen, die Leute zu retten, indem sie töten. Alter their programming. They're programmed to save people, not kill them. Ach, die Robotergehirne haben praktisch die anderen Roboter umprogrammiert. Ah. Genau. Die Robogehirne waren nie sicher. Es gab nur einen Grund, warum die nicht in der Massenproduktion gelandet sind. Es funktioniert halt einfach nicht, das Gehirn an den Chip anzuschließen. And the data. They were always reporting hostiles killed and lives saved. Tja, es ist wohl nicht the logic. Nicht in Ordnung it's gegangen. There. I can see it now. I was hoping it was the RoboBrains, an issue with their memory wipes. But you're right. Their primary directive was flawed. So ist es. Bei den Robogehirnen ist was schiefgegangen. Jetzt weißt du endlich die Wahrheit. Sie sind einfach zu gefährlich, die Roboter. Genau, die müssen aufgehalten werden. Unknowingly became the villain. I wanted to help the Commonwealth. And robots are all I know. Okay. Na, wenigstens wissen wir jetzt, dass du kein böser Mensch bist, theoretisch. Und wolltest nur helfen. I accept full responsibility. I can't take back what I've done. Ja, zurücknehmen kann man das nur nicht mehr, das stimmt. Aber wir können was dagegen tun, zusammen. This doesn't have to end in violence. Dann. I'm not here to kill you. Richtig. Only to get you and your robots to stand down. Genau. Halt doch einfach nur alles an. Done. And you won't regret this. I promise. None of the common. Scheint sehr einsichtig zu sein. It's the password to the das Passwort für den Hauptcomputer. You can use it to shut down the security protocols. I just, I'd rather this place be in your hands now. Na, hoffentlich funktioniert das auch so. Master Control Passwort. Take control of the facility. Thank you for understanding. Jo. So, schnell mal den ganzen Schrott einsammeln. Genau, wir sammeln das mal schnell den Schrott ein. Weil das können wir ja alles später noch gebrauchen. Es sind ja einige Roboter hier zu Bruch gegangen. Oh, das war ja eine Aktion. Ich hab's schon wieder mittendrin schief gehen sehen. Oh, hier ist ein kleiner Generator. Niedlich. So, da hinten ist noch ein Roboter. Zwei Raketen. So. Den haben wir schon. Den? Noch nicht. Am Anfang wurden aus Verzweiflung die Roboter immer schlechter. Da ist ein Fusionskern. Den nehmen wir natürlich gerne mit.
Also, ganz ehrlich, ohne diesen, ohne diese Atomraketen und so ein Krams, hätte ich das nie geschafft. Niemals. Niemals. Das war echt der heftigste Kampf, den ich bis jetzt in Fallout 4 hatte. Ganz ehrlich, der heftigste. Und gleich doppelt so heftig wie alle anderen. Mindestens. So, da ist nicht mehr. Da oben ist auch keiner mehr. Okay, wir müssen jetzt erstmal die Facility übernehmen. Dann werden wir unsere eigenen Roboter mehr erschaffen. Und das Commonwealth unterjochen. Vermutlich. Control Center. Ach, hier. Ach, du großer Gott. Sind hier überall so Gehirnroboter. Krasse Wurst. Ist das gar kein W gewesen, sondern ein M für Mechanist. Okay. Ich übernehme die Kontrolle. Setz dich. Admin-Zugang. Cancel Security Alert. Oh, gut. Oh, sehr gut. Alle Alarme sind abgeschaltet. Die Sicherheitsabschaltung ist erledigt. Wir haben volle Kontrolle. Gut. Hier können wir die Produktionslinie steuern. Nee, können wir nicht. Aber die Security Door können wir auch nicht aufmachen. Oh! Tippen wir alle wie wild. Hallo? Wie viel? Okay, wir müssen mit Ada sprechen. Und wir müssen mit dem Maschinisten sprechen. Ach, Isabel Cruz heißt sie. Cruz. Hey. Erstmal sprechen wir mit Ada. Ada, erzähl mal. Das stimmt. Also, nach diesem chaotischen Abschlusskampf ist im Prinzip bis jetzt das rausgekommen, was ich wollte. Bist du denn enttäuscht, dass sie noch am Leben ist? Okay, sie hat Probleme damit, aber sie vertraut mir. Vertrauen ist wichtig. Sie hat halt einfach eingesehen, dass sie falsch lag. So ist es. Wir haben die Wahrheit erzählt. So ist es. Ihre Motive und was sie dazu gebracht hat, macht das überhaupt einen Unterschied? Ja, genau. Es ist doch vorbei. Okay, also Ada möchte wenigstens wissen, warum ihre Freunde gestorben sind. Ja, logisch. Sie war... sie wollte nur helfen? Oder sie wurde von der Logik... Also, hatte einen Logikfehler. Ja. Biological wildcard. The unknowns are vast. She had to know the risk she was taking by creating them. Ja, sicher hatte sie, wusste sie wahrscheinlich das Risiko. Aber naja, wir haben sie jetzt zu einem guten Ende gebracht, Gott sei Dank. Also, sie hat ein gutes Herz. Genau, sie hat einen Fehler gemacht, einen Riesenfehler. Und jetzt muss sie halt mit der Schuld leben. Ja klar, verstehst du das anders. Das stimmt. Also der Tod ihrer Freunde hat wenigstens am Ende dazu geführt, dass jetzt das Commonwealth wieder sicher ist. All Robot Mods an. Oh, wir haben es geschafft. Geil. Jetzt sperre ich mir nochmal mit Isabel. Na klar. Erzähl. Was ist los? Isabel. Okay. Wir sind Kläuser. Ich wollte nur sagen, I'm really happy, thankful that you let me stick around here. Ja. And in
Hätten wir die quasi auch umbringen können? Naja. So ist es doch auch nicht schlecht. Ich glaube, so ist es besser. Da können wir ihr Wissen nutzen. Und ein schlechter Mensch scheint sie ja nicht zu sein. Ach, cool. Das haben wir jetzt gekriegt. Mechanis Armor und Helmet. Schaden von Robotern wird um 15% verringert. Sehr gut. Cooles Ding. Wert 2000. Vielen, vielen Dank. Noch ein Ding. Okay, noch was Größeres. Ja, das ist klar, dass noch viele Roboter da sind draußen. Okay. Sie kann sie nicht zurückrufen, aber sie kann uns erzählen, wo die anderen Roboter sind. Na dann, erzähl mal. Let's see here. Yes, there's another one out there. Hope it's not too much trouble. Okay, er hat sie wahrscheinlich jetzt gleich auf unserer Karte eingezeichnet. Started Rogue Robot. Destroyed the Rogue Robot. Das ist quasi noch ein größerer Roboter, der irgendwie mal durchdreht. Kommt mal noch Roboter. Oh, hier ist jetzt offen. Nee, da war schon offen. Hier ist jetzt offen. Gut. Wir können jetzt hier eine Workbench benutzen. Wo ist die denn? Stand da da? Ach, da hinten. Moment, das gucken wir uns mal schnell an. Ah, hier ist jetzt auch offen. Okay, da müssen wir erst raus. You can't exit the power armor here. Doch. Geh raus. Das Ding ist bestimmt komplett im Eimer, wenn ich es mir von draußen mal angucke. Nö. Nicht so richtig. Egal. Hier, Craft Ada. Wir können an Ada ein bisschen dran rumbauen. Head. Hardened Armor, den haben wir schon. Succubus Helm, Gorgon Helm. Head Laser Attack, das ist ja der Hammer. Head Hydraulic Frame. Improves Damage and Energy Resistance. Sieht zwar hässlich aus, aber klar, bauen wir an. Torso. Robo Brain Torso. Oh ne. Better Health, Improved Health. Nö, braucht man nicht. Gucken, was wir hier noch dran rumschrauben können. Ah, da braucht man Armorer 4. Wow, da werden wir wohl nicht hinkommen. Also auf Armor wollte ich mich eigentlich nicht spezialisieren. Hackpicking Module. Regenerierungsfeld. Na gut. So gefällt mir Ada schon nicht so gut. Nee, alles gut. Jetzt einen besseren Kopf. Ah, da hätten es jetzt auch die Tür. Wir gucken aber trotzdem, ich würde mal durch die Tür oben gucken. Warte mal. Gucken, wo es hier lang geht. Ah, da geht es mit dem Fahrstuhl nach oben. Okay. Dann gucken wir uns aber trotzdem noch mal schnell da hinten um. Sogar der Gabelstaplerfahrer ist ein Gehirn. Witzig. Was ist das für ein Ding? Ach, das ist der, der uns, glaube ich, hierher gerufen hat. Okay. Das sind so wie die privaten Quartiere hier. Unstoppable. Aha. Sieht das? By the Mechanist. Da hat sie also ihr Kostüm her. Falls die Ideen dazu. Ach, die hat sie sich selber gebaut. Vielleicht. Mole Red Meat. Nehmen wir mit. Sonst brauchen wir ja im Prinzip nicht. Außer natürlich das wieder. Ein Military Grade. Great Dingsbums Board. So. Gibt's hier noch? Elevator? Coole Sache. Eine Power Armor Station gibt's hier. Gibt's ja quasi alles. Mini-Nuke, die nehmen wir gleich mit. Damit stellt die doch eh nur Unsinn an. Biometrischer Scanner. Gibt's noch zwei Fuses? Die kannst du ja immer mitnehmen, warum auch immer. Okay.
Reparieren brauchen wir jetzt nichts. So, also. Entweder können wir jetzt den Elevator nehmen. Können nach unten fahren. Going down. Da war ja irgendwie gleich am Anfang. Control Center. Genau, und aktivieren. Going up. Oh, hoch? Wie hoch? Sind wir runtergelaufen? Das weiß ich gar nicht. Ja, hier sind wir doch. Hier haben wir uns doch reingedingst. Reingehackt. Da müssen wir ja gleich auch wieder draußen sein. Ach, da bin ich aber froh, dass wir das geschafft haben. Jo, hier sind die Haupttüren. Ach, Gott sei Dank. Raus hier. Das war ja ein Abenteuer. Hat sich doch tatsächlich über mehrere Folgen hingezogen. Wie geht's auch aus? Oder so? Nee, da sind wir doch nicht hergekommen. Na egal. Ja, wie gesagt, hat sich über einige Folgen hingezogen. Hätte ich nicht gedacht. Hat sich aber schon gelohnt, finde ich. Also, cooler DLC. Es geht ja noch weiter, wie ich gesehen habe. Mit diesem Rogue-Robot, der noch... Wollen wir den nochmal besuchen? Ich weiß gar nicht. Mal gucken, wie weit er weg ist. Dann müssten wir ja den auch noch beseitigen. Und dann sollte ja jetzt auch schon der neue DLC, Far Harbor, da sein. Ich habe ihn aber noch nicht zum Download gesehen, witzigerweise. Ach, hier gibt es noch eine Nebentür. Mal schnell auf die Karte geguckt. Ah, da hinten. Destroy the Rogue Robot. Komm. Da zischen wir noch schnell hin. Den machen wir noch mit. Haben wir noch ein paar Minuten. Los! Lad schneller. Die Leute wollen was sehen und ich auch. Das sieht aber auch komisch aus. Dieses Gehirn. Warum ist in dem Gehirn ein Auge drin? Völlig verrückt. Okay. Wo geht's hin? Da unten. Gott sei Dank haben wir hier keinen Fallschaden. Bumm. So, weit kann es nicht mehr weg sein. Läuft der hier draußen rum? Oder oben? Oh. Der ist oben. Nicht irre. Jo, der ist oben. Kommen wir hier irgendwie hoch? Ja, an der Seite ihr Familie vermutlich nicht. Ah, da hinten geht eine Rampe hoch. Sehr gut. Rampen, unser Freund und Helfer. So, was nehmen wir für eine Knarre? Die hier. Hat zwar nicht mehr viel Energie. Aber für das Ding wird's. Oh, nein! Bitte nicht. Was war denn das schon wieder für eine Aktion? Ah, hier geht's ja hoch. Schön. Okay. Dann hier lang. Speichern, natürlich. Ganz klar. Ich sehe, unsere Arme sind kaputt. So, da ist unser Bekannter. Das war ja einfach. Hat was Besonderes mitgehabt? Oh, drei Raketen. Und jetzt? Oh, Rogue Robot completed. Okay. Das bedeutet jetzt? Das war's schon. Was? Ach, ist das wirklich der letzte? Und wir haben auf dem Weg jetzt zum Maschinisten alle erledigt. Und wenn wir jetzt die nicht erledigt hätten, wären die noch jetzt übrig gewesen. Aha, interessant. Dann haben wir es ja doch schon geschafft. Pünktlichst. Dann
zischen wir nochmal schnell nach Sanctuary. Reparieren die Power Armor. Stellen alles wieder so schön ab. Und dann haben wir es geschafft. Geil. Das ist ja cool. Doch ein paar Level in dem DLC gemacht. Wirklich cool. Schöne Story. Muss ich schon sagen. Lustige Elemente habe ich jetzt nicht gefunden. Also jedenfalls nicht, dass ich mich erinnern kann. Aber das hat nichts zu bedeuten. Ich erinnere mich mal öfters an irgendwas nicht. Ah! Der Dingsbums. Das Holotape. Haha, ob ich das jetzt abspiele? Geheime Special. Okay, vielleicht habe ich es ja noch. Wo ist es? Inventory. Miscellaneous. Wie hieß denn das? Hi Honey. Okay. Also alle, die darauf gewartet haben, jetzt in Folge 59, glaube ich. Dann spielen wir es mal ab. Was hat unsere Frau uns noch mitgegeben? Vor 200 Jahren. Oopsie. No, no, no. The finger's away. Oh, süß. There we go. Okay. Just say it. Right there. Right there. Niedlich. Unser kleiner Sohn. Yay. Yippie. Hi, honey. Listen. Ja? I don't think that Sean and I need to tell you how great of a father you are. But we're going to anyway. Isn't that right? Cool, ich bin ein guter Vater. Yeah. You are kind and loving. And funny. That's right. Süß. And patient. So patient. Ehrlich? Bin patient ich das? Is a saint, my mom used to say. Look, with Sean and us all being home together, it's been an amazing year. But even ja, so, ich find's auch, dass wir eine coole Familie zusammen sind. There'll be changes, sure. Things we need to adjust to. You'll rejoin the civilian workforce and I'll shake the dust off my law degree. But everything we do, no matter how hard, we do it for our family. Das stimmt, wir machen alles für die Familie, egal wie hart es wird. Say bye-bye, come on. Bye, honey. Bye-bye. Ach, war das niedlich. Seht ihr, und genau für solche Sachen quält man sich hier durch die Welt, kämpft sich durch Millionen von Robotern, nur um am Ende seinen Sohn wiederzufinden. Okay, und mit diesen Worten möchte ich schließen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bleibt mir treu, bis dahin. Macht's gut, tschüss!